So, Katsching, Hallihallo, ein weiterer Teil. Far Cry 3, gelöt, geht weiter. Gerade ja den guten Keith gerettet. Gerettet, den Dolch für sich selbst behalten. Sollen wir jetzt das gute Stück zu Citra bringen? Machen wir einfach mal. Ja, die ganze Rasselbande sollte ja mittlerweile eigentlich wieder zusammen sein, bis halt auf seinen Bruder, der tot ist. Müssten wir doch jetzt eigentlich alle haben, oder? Fehlt da noch einer? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Von der ursprünglichen Sippe, die wir hier hatten. So, zack. Ja, du geh doch raus da. Steig auf da. Steig ein. Steig an. Weit. Mal gucken, wie weit wir kommen. So, okay. Ja, kann ich auch ein bisschen erzählen jetzt hier. Hängt so ein bisschen in der Luft ab. Da unten. 2,5 Kilometer Flug. Ja, Far Cry, schönes Spiel. Leider könnt ihr das nicht. Also ihr seht es quasi in der gleichen Qualität, nur mit anderen Farben. Ja, das Rot ist irgendwie so ein bisschen blau. Alles ein bisschen vertauscht. Wie gesagt, der Fehler ist mir nicht bekannt, warum. Ich nehme seit Jahren mit Fraps auf. Alles immer perfekt, super, toll. Aber Far Cry hat er immer mit diesem Blau-Vertauschungszauber aufgenommen. Und ja, ich habe keine Lösung gefunden. Ihr konntet mir sie bisher auch nicht sagen. Und mir gefällt der Spiel allerdings sehr, sehr gut. Trotzdem, also, ne? Ich habe ja diesen Fehler nicht, ist ja nur in den Bots für euch. Auf euch stört das nicht so sehr. Mache jetzt hier gerade eine Story-Mission nach der anderen, denn ich habe ja hier schon in der freien Zeit, an den Feiertagen dazwischen, so ein bisschen die ganze Map aufgedeckt und alle Türme eingenommen in der oberen Insel da. Boah. Ich werde aber noch auf der zweiten Insel genügend Zeit haben, dann noch Türmchen mit euch und Dörfer einzunehmen. Kann ich euch noch mal so eine Nebenmission zeigen, so eine Schießübung, so eine Rennmission, whatever. So, einen guten Kilometer konnten wir jetzt wohl fliegen und dann ist aber gleich erstmal Ende. Hier durch die Bäume noch durch, so ein paar Meter schaffen wir noch, komm. Abgestürzt. So. Ja, jetzt können wir uns teleportieren. Dem Tempeltorweg. Yeah. Damn, damn. Du mach. So, zack. Guck, was zieht da zu. Messerchen sagt. Rein da in die gute Stube. Jolop. Ah, da, Dennis. Willkommen zurück, Jason. Fast hätte ich dein Gesicht vergessen. Schön, dich zu sehen. Der Dolch. Hast du ihn dabei? Ich hab ihn. Du kehrst zurück und trägst das, was verloren war. Ach, das ist Citra übrigens. Die Schwester von Vaas. By the way. Diese Klinge vergoss das Blut unserer Ahnen. Nun ist sie erobert. Und die Toten sind gerecht. Komm mit mir. Verschwindet! Hat er wegen der Ladehemmung bei seiner alten? Weiß man ja nicht. Vielleicht ist er scharf auf die. Was begehrst du? Meine Freunde zu retten. Bist du sicher? Ich will Vaas und Hoyt töten.
Einst, vor langer Zeit, gab es einen Lotusteich voll klarem Wasser. Mit weichem Sand an seinem Ufer und vom Duft der Blüten umweht. Doch ein Riese lebte unter der Oberfläche und verschlang jeden, der sich dem Wasser näherte. Ein Krieger aus dem nördlichen Königreich hörte von dem Riesen und schwor, ihn zu töten. Er bedeckte seinen Körper mit Tatau und bediente sich der Kraft des Totenreichs. Und als er bereit war, ging er den Pfad des Lotusteichs. Der Riese erhob sich aus dem Wasser und der Krieger zog den Dolch. Er schnitt dem Riesen den Kopf sauber vom Körper. Der Schädel fiel zu Boden und wurde zu dieser Insel. Die Nachfahren des Kriegers wurden zu den Rakyat, unserem Volk. Jetzt erhebt sich ein neuer Riese. Hilf, unsere Krieger zu befreien. Beweise dich deines Tataus würdig. Dafür gebe ich dir die Kraft, die du verlangst. Ich tu's. Dann sehen wir uns bald wieder. Held. Abgefuckte Geschichte. So, und jetzt? Jetzt dürfen wir wieder abhauen. Ja, ja, ja. Das ist die Weiber. Mir den Dolch und dann kannst du abhauen. Jason, wir führen einen Angriff gegen einen Gefangenentransport von Vars. Wie lautet der Plan? Ein Hinterhalt. Geh und triff die Männer, mit denen du arbeitest. Sie sind in Georgetown. Sie freuen sich, dir zu helfen. Okay. Sprich mit dem Rakyat-Anführer. Ach, da hinten, da war hinten. Da latsch doch nicht hin, da ist er viel zu weit. So, lass mal hier wieder voll kaufen. Ja, komm. 70 Mark. Übrigens hättest du ja gesagt vorhin beim letzten Mal, dass ich das Aero ausgeschaltet habe und deswegen wieder durchgehend mehr FPS das habe. Jetzt habe ich wieder diese wenigen. Also irgendwie ist da. Mal so, mal so. Ohne Aufnahmen läuft es immer wunderbar, wunderbest. Weil das ist jetzt sicher auch spielbar, aber es ist halt schon nah an der Ruckelgrenze. Sonst war ich immer so bei 40, 50, manchmal 60. Karre her. Okay. Haut ab. Ja, meine Bros, die sind ja alle freundlich. Ja. Ach. Ich dachte, kannst du mal eine kleine Abkürzung nehmen? Internet Explorer scheint auch zu sein. Jetzt läuft's wieder besser. Wie eben. Na, die alte Sau überfahre ich oder wer? Schweinebraten. Schräg, hier nochmal eine Sau überfahren. Yeah. Jetzt stell ich nicht so an. Stoß das Auto mal ein bisschen hier, komm. Ah. Kräftiger. So, mal kurz. Schnell, respawnen.
Ich hätte die richtig elegant beim ersten Mal gleich sprengen, aber nein, ich habe ja Sprengstoffrüstung an. Und ja, toll, jetzt kann ich mir gleich mal wieder neu kaufen. Ah ne, ich habe sie wieder. Ich habe auch die Bomben wieder. Ja, hat sich ja gar nichts verloren. Aber kann ich die Sau noch mal überfahren. Geil. Jetzt mal hier über die Flasche zu verrettern und dann steige ich aus. Klappt nicht, schade. Wenn ich Speed ist, bin ich gestorben. Gut, dich zu sehen, Jason. Ach ja, wir haben Hinterhalt geplant, ja. Was? Trucks fahren durch die Stadt. Wir müssen die Straße mit Sprengsätzen versehen. Wo ist das T4? Ich mach das. Aber hallo. Ah, schön die Bomben hinknallen. Wir haben nicht viel Zeit, Jason. Leg das T4. Ja, Bomben. Das T4 gelegt! T4, das ist Dynamit, Alter. Hallo? Hey Jason, hier ist Lisa. Ich hab zu tun, was gibt's? Wollte nur sagen, wir kommen voran mit dem Boot. Wann kommst du zurück? Weiß ich nicht. Du kommst auch zurück, oder? Ja. Okay, dann bis bald. Die verstehen das nicht. Die Alte angerufen hier, da bin ich ja total gestanden. So, jetzt komm schnell hier, ich hab lieber viel Zeit. Ja. Schade. Achso, ich soll hier oben nur warten. Schön. Der Konvoi ist hier. Ich werde die Sprengsätze aktivieren. Die Jungs sind keine Piraten. Die sehen nicht aus wie wahre Männer. Mann, oh Mann. Die Kerle sehen organisiert aus. Sehen aus wie Soldaten oder sowas. Ja, ordentlich auf den Putz hauen, Erfolg. Geil. Hat sich gelohnt. Alter. Ja, komm, lass schnell nach, komm, Baby. Krabberhorn. Nee, wieder runter, ich lauf ihm nach! Ich will aber Bombenwerfer repariert werden, Arschloch. Heilig mit!
mit dir! Steig doch ein, du Affe! Du fahr! Aber nicht gerechnet. Habe ich dir schon mal gesagt, dass die Definition Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert. Das ist irre. Aber das erste Mal, als ich das hörte, echt, ich dachte, der verarscht mich. So, boom, abgeknallt. Das Ding ist... okay. Er hatte recht. Und dann habe ich es plötzlich überall gesehen. Überall waren sie, diese blöden Pisser. Überall sah ich, wie sie exakt denselben Scheiß wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder machten. Und dachten, dieses Mal wird anders laufen. Nein, 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 bitte. Dieses Mal wird's anders laufen. Es tut mir leid, aber mir gefällt nicht, wie du mich anglotzt. Okay? Hast du ein beschissenes Problem in deinem Hirn? Glaubst du etwa, ich verarsche dich? Glaubst du, ich lüge? Fick dich! Okay? Fick dich! Schon gut, Mann. Ich chill, Hermano. Ich beruhige mich. Die Sache ist... Wochenstein angeboten. Okay? Die Sache ist getötet, habe ich dich schon mal. Und verrückt bin ich sicher nicht. Schon okay? Es ist wie Wasser unter einer Brücke. Hab ich dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist? Oh, Scheiße! Dummer Schwein. Superkräfte, jemand hat Tau, das muss doch irgendwas gut sein. Ja. Ja, ich drücke schnell. Ja. Ja, oh, Schlaf, komm hoch. Mir reicht's mit diesem Hurensohn. Ja, allerdings. Soll ja halt sein, ihr seht's ja da. Radar. Anschleichen.
Was hat uns zum zweiten Mal umgebracht und wir kommen nochmal wieder. Der Helikopter. Da haben sie sicher die anderen Krieger hingebracht. Dahin jetzt! Krieger nimmt er nicht mit. Such dir einen Job, such dir einen Job. Blöde Kuh, soll bloß die Klappe. Helikopter, da haben sie sicher die anderen Krieger hingebracht. Ja, dann machen wir jetzt hier aber erstmal wieder Feierabend an diesem Checkpoint hier. Das machen wir dann im nächsten. Da schleiche ich mich hier durch. Und mache das alles ganz stealth-mäßig. Alles ab hier. War's denn jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal gekillt? Das ist alles gar kein Problem. Ich sage mir mal danke fürs Zusehen. Far Cry 3 wird immer spannender. Schönes Ding. Ich sage adieu. Bis zum nächsten Mal. Teil 50 dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Abonniert, kommentiert, liked, Daumen hoch, klickt, ganz wichtig. Adieu.